Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien und es freut mich ganz besonders, den Präsidenten und auch vormaligen Präsidenten des Europäischen Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lamperts, zu begrüßen. Hallo, Herr Präsident. Hallo. Ja, Corona-Zeiten, schlechte Zeiten. Seit März hören wir nur schlechte Dinge, lesen wir nur schlechte Dinge in den Medien. Und ich versuche eigentlich mit diesem Interview über einige positive Dinge in dieser Zeit zu reden. Erstes Thema natürlich, was ist wirklich positiv in dieser Zeit von März bis jetzt? Was kann man sagen, ist wirklich in diesen Krisenzeiten doch positiv? Das Positivste, was ich in diesen Zeiten erlebt habe, ist diese Solidarität, die plötzlich entstanden ist, auf vielfältige Art und Weise in den unterschiedlichsten Kontexten. Menschen, die sich früher kaum begegnet sind, sind plötzlich der Tatsache bewusst geworden, dass sie zusammengehören, dass sie sich gemeinsam mit dieser Herausforderung beschäftigen müssen. Und es hat auch in vielfältiger Weise eine wirklich beeindruckende Anzahl von solidarischen Initiativen gegeben. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Aber man kann natürlich dieser Herausforderung der Corona-Epidemie nicht allzu viel Positives als solches abfragen, denn es ist eine ganz große Herausforderung. Es ist etwas, was deutlich macht, in welch unsicheren Verhältnissen wir eigentlich leben, was deutlich macht, dass diese Globalisierung doch vieles mit sich bringt, was man vielleicht nicht richtig eingeschätzt hat. Und was jetzt von Bedeutung ist, scheint mir vor allem die Herausforderung, wie müssen wir uns in Zukunft aufstellen, um solchen Herausforderungen besser begegnen zu können, und vor allem, wie müssen wir uns aufstellen, um all das, was wir jetzt so schmerzhaft erleben, in Zukunft besser zu machen. Ja, ich nehme direkt ein Wort auf, was Sie gesagt haben, Globalisierung. Wir wollen ja die Welt erobern und wir merken trotzdem, dass jetzt in diesen Zeiten eigentlich auch Europa seine eigenen Produkte immer mehr herstellt. Und vielleicht auch jetzt merkt man, dass Leute sich bewusst werden, gesund zu leben und zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte kaufen. Kommt nun diese Globalisierung der Welt zurück ins Dorf oder geht dieser Trend weiter? Ja, ich denke, dass das übrigens unabhängig von der Corona-Krise eine ganz wichtige Neuorientierung ist. Wir müssen uns schon die Frage stellen, ob wir das Herumkarren von Mineralwasser von Italien nach Belgien und von Belgien nach Ungarn wirklich so brauchen. Wir können uns in vielen Bereichen, unter anderem bei allem, was mit Ernährung zu tun hat, sehr viel besser aufstellen, wenn wir regionaler denken, wenn wir regionale Kreisläufe entstehen lassen und wenn wir die Globalisierung dann doch noch mal kritisch überdenken. Wichtig ist, dass die Welt eine Welt ist, dass alles zusammengehört, dass es auch Kooperationen gibt. Aber man muss schon etwas anders machen, als nur Dinge und Dienstleistungen quer durch die Welt jagen, mit dem einzigen Ziel, dabei möglichst viel Profit zu erzielen. Wir brauchen Lebensqualität, wir brauchen Menschen, die sich entwickeln können, die sich ein erfülltes Leben organisieren können. Das kann man nicht nur, indem man in seinem kleinen Dorf alleine bleibt. Das setzt vieles voraus in diesen Zeiten, wo auch Digitalisierung ja alles verändert hat, aber das setzt auch nochmal eine Neudefinition der lokalen Verankerung voraus. Und deshalb glaube ich, dass im Grunde genommen zwischen weltweiten Kontakten und Kooperationen und einer tiefen lokalen und regionalen Verankerung kein Widerspruch, sondern eigentlich eine ganz hervorragende Komplementarität herrscht. Und die müssen wir herausarbeiten, die müssen wir neu definieren und daraus müssen wir eine Stärke unserer Gesellschaften jetzt zu Beginn des dritten Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts machen. Ja. Einer Ihrer Lieblingsthemen oder Fachgebiete sind Regionen, Kommunen, Gemeinden. Wie sieht jetzt diese Zusammenarbeit aus? Hat sie sich eigentlich verstärkt oder ist sie schwieriger geworden? Weil Ihr Hauptsatz ist ja immer, wir wollen Brücken bauen, Brücken schlagen. Ist das jetzt schwieriger geworden? Sind Brücken zerbrochen oder sind sie eigentlich noch stärker geworden? Sicherlich in Europa und sicherlich im Vorteil zum Bürger.
Weil der Bürger ist ja eigentlich die Basis von Europa. Ja, wir haben etwas erlebt, was eigentlich sehr enttäuschend ist. Die erste Reaktion, trotz vieler Jahrzehnte europäischer Integration, die erste Reaktion war Grenzen zu und jeder für sich. Während ja eigentlich Kooperation, Zusammenarbeit angesagt gewesen wäre. Und während übrigens auch festzuhalten ist, dass das Schließen der Grenzen, so wie das praktiziert wurde, dem europäischen Recht übrigens widerspricht. Mhm. Aber diese erste Reaktion zeigt uns, wie sehr noch die Welt und Europa insbesondere national denkt. Und an den Grenzen, deren es ja gerade auf dem europäischen Kontinent besonders viele gibt, hat man das sehr schmerzhaft erlebt. Insbesondere da, wo vieles sich in die positive Richtung entwickelt hatte, wo es viel Mobilität gab, wie etwa hier in dieser Region, in der wir uns hier befinden, im Euregio-Dreieck, Lüttich, Maastricht, Aachen oder auch, wenn man etwas größer sieht, in der Großregion Saarlouis. Mhm. Da gibt es unwahrscheinlich viel Grenzüberschreitung jeden Tag. Und da hat sich das Schließen der Grenzen etwas besonders Einschneidendes erwiesen. Etwas, was auch nicht wirklich dem Ziel einer Bekämpfung der Corona-Epidemie dient, sondern was eigentlich nur unnötige Probleme macht. Was wir brauchen, ist gemeinsames Vorgehen, Zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg. Und wir haben hier übrigens dann auch in mühseliger Kleinarbeit versucht, das so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Und da hat sich auch vieles dann aus der Erfahrung heraus noch entwickelt, was auch für die Zukunft, wenn es kein Corona mehr gibt, sehr wertvoll sein wird. Die Menschen dies und jenseits der Grenze sind doch noch mehr zusammengewachsen. Mhm. Auch wenn es dann immer wieder sehr schnell Ereignisse gibt, wo man das Gegenteil erlebt. Ja. Aber daran muss man arbeiten und wir müssen es vor allem schaffen, dass wir diese Schwierigkeiten gemeinsam überwinden. Und da ist das Offenlassen der Grenzen und das Einführen von gemeinsamen Strategien, auch gemeinsamen Kriterien bei der Bewertung der Situation und bei der Bekämpfung der Ausbreitung der Epidemie eine ganz wesentliche Dimension. Ja. Wir gehen zurück nach Ostbelgien nochmal, weil es gibt ein Projekt, ein Modell, was entwickelt wurde, was vielleicht auch ein großes Beispiel sein für alle Mitgliedstaaten in Europa. Das nennt sich der Bürgerdialog. Können Sie uns bitte erklären, worum geht es da genau? Ja, seit vielen Jahren und Jahrzehnten wird ja schon darüber diskutiert, dass man die parlamentarische Demokratie weiterentwickeln muss, dass man eine deliberative Demokratie, wie das so schön heißt, mit ins Auge fassen soll, wo dann nicht nur die Bürger alle 5 oder 4 oder 6 Jahre einmal wählen, sondern auch aktiv an der Gestaltung der politischen Entscheidungsprozesse beteiligt sind. Wir haben uns das hier auch in unserer ganz kleinen Region als Ziel vorgenommen, da einiges zu versuchen und einiges voranzubringen. Wir sind da von einer Beobachtung dessen ausgegangen, was anderswo schon geschieht. Und wir haben dann 2019 einen gesetzlichen Rahmen geschaffen für einen langfristig angelegten Bürgerdialog, bei dem wir versuchen, all das mal zu berücksichtigen, was wir anderswo an Schwächen festgestellt haben oder an Stärken gefunden haben. Und wir arbeiten hier auf 2 Etagen sozusagen. Wir haben einen Bürgerrat, der den Prozess organisiert, der für die Auswahl der Themen und die Umsetzung der Ergebnisse zuständig ist. Dann haben wir Bürgerversammlungen zu einzelnen Themen und diese beiden Strukturen sind dann aktiv und versuchen, zu Ergebnissen zu kommen. Und ganz wichtig ist der Moment, wo dann diese Ergebnisse als Empfehlungen vorliegen und wo es dann darum geht, mit Parlament und Regierung zusammen darüber zu beraten, wie man die Empfehlungen umsetzen kann. Ja. Wir sind jetzt gerade auch durch Corona bedingt verspätet mit einer ersten Runde fertig. Wir hatten als erstes Thema die Situation in den Pflegeberufen, was ja auch dann ganz ungewollt Corona-relevant wurde. Da ist jetzt eine erste Bürgerversammlung durchgeführt worden. Die hat 14 Empfehlungen ausgesprochen und zurzeit werden diese Empfehlungen in den zuständigen Ausschüssen des Parlaments geprüft, diskutiert und in Rücksprache mit der Regierung soll es dann eine Antwort auf die Empfehlungen geben. Und wenn diese Antwort vorliegt, treffen wir erneut mit der Bürgerversammlung zusammen, um
zu beraten, wie es dann weitergehen soll. Und in einem Jahr danach wird dann Bilanz gezogen. Und in der Zwischenzeit ist es der Bürgerrat, der im Alltag dann gemeinsam mit Parlament und Regierung an der konkreten Umsetzung arbeiten wird. Das ist ein sehr spannender Prozess. Die nächsten Themen sind auch schon ausgesucht. Es wird beim nächsten Thema um Inklusion gehen. Das Thema soll dann wieder Gegenstand einer Befragung der Bevölkerung sein, um zu schauen, welche Themen relevant sind. Und wir hoffen, dass wir eine Erfahrung hier sammeln können, die man auch anderswo dann brauchen kann. Unter anderem versuchen wir auch, uns einzubringen in das, was jetzt auf europäischer Ebene mit der Konferenz über die Zukunft Europas geplant ist und wo es ja auch eine breite Bürgerbeteiligung geben soll. Kommissarin Switzer war übrigens schon mal hier, um sich den Bürgerdialog anzuschauen. Allerdings sind wir noch in einem zu frühen Stadium, um jetzt wirklich große Lehren aus dem ziehen zu können, was hier geschieht. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg und wir hoffen, dass sich die europäische Ebene ebenfalls in diese Richtung bewegen wird. Die letzte Frage, wahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil wie sieht die Zukunft, die positive Zukunft von Europa aus? Das weiß ich natürlich auch nicht, aber was ich wohl weiß, ist, dass wir uns Ziele setzen müssen, dass wir uns in Europa neu positionieren müssen. Das geschieht ja zurzeit mit der neuen Kommission, auch im Dialog mit den Räten und den einzelnen Ausschüssen, wie etwa dem Wirtschafts- und Sozialausschuss oder dem Ausschuss der Regionen. Da wollen wir unseren Beitrag auch leisten, damit Europa sich noch besser verankert. Ich glaube, dass die große Herausforderung für Europa darin besteht, seinen Platz in der Welt nochmal neu zu ordnen. Da hat sich vieles verändert und da ist es für Europa nicht einfacher geworden. Die andere große Herausforderung ist aber auch, sich intern so weiterzuentwickeln, dass wir handlungsfähig sind, dass wir die Probleme, mit denen sich die Menschen herumschlagen und die zum Teil nur auf einer kontinentalen Ebene gelöst werden können, auch in den Griff bekommen. Und da muss sich jetzt beweisen, dass Europa handlungsfähig ist. Wir haben die große Diskussion über das Geld, wir haben auch große Projekte wie die Digitalisierung oder den Green Deal oder die soziale Gerechtigkeit, all das muss jetzt konkretisiert werden mit einem Entscheidungssystem, was sicherlich nicht perfekt ist, aber wir können jetzt nicht auf die Stopptaste drücken, den ganzen Laden neu organisieren und dann wieder neu starten. Wir müssen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, vorankommen und parallel dazu uns auch dann institutionell weiterentwickeln. Und da ist aus meiner Sicht sowohl als Politiker hier in der deutschsprachigen Region Belgiens als auch als Vertreter im Ausschuss der Regionen, wo ich ja eine Zeit lang noch sehr wichtige Verantwortung zu tragen hatte, eines klar: Die Zukunft Europas setzt voraus, dass man die Bedeutung dieser dritten Dimension der europäischen Struktur erkennt, nämlich die Dimension der lokalen und regionalen Behörden. Das sind 100.000 Kommunen, 300 Regionen, dann noch so ein paar tausend intermediäre Körperschaften wie deutsche Landkreise oder dergleichen. Und das sind 1 Million gewählter Frauen und Männer, die jeden Tag sich für das Allgemeinwohl einsetzen. Ja. Wenn wir die zu überzeugten Europäern machen, wenn die erkennen, dass ihre eigene Zukunft auch viel mit Europa zu tun hat und wenn sie es schaffen, dass das, was Europa beschließt, auch bei ihnen positive Auswirkungen hat, dann brauchen wir uns über die Zukunft Europas keine Sorgen zu machen. Ich danke Ihnen sehr für diesen positiven Abschluss. Auch wenn die Zeiten schwierig sind. Danke, Herr Präsident, für das Interview. Auch euch draußen, danke fürs Zuhören. Ja, also wie der Präsident auch sagte, es gibt zwei Dinge, die in Europa sehr wichtig sind, sind Solidarität und gemeinsam etwas schaffen. Und da bleiben wir dran arbeiten. Auch wenn der Dialog durch Corona vielleicht etwas schwieriger geworden ist, ist es doch sehr, sehr wichtig, dass wir auch im ganz kleinen Umfeld positiv bleiben, weil der Kern von Europa sind immer noch die Bürger. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.